2017, am 1. August, am Abend, hat es so ein schweres Gewitter gegeben, wie eigentlich noch nie. Und danach war hier oben ein Schneefeld noch drin, am Graben. Und das ist auch noch zusammengefallen. Und mit dem zusammen hat es so eine Woche gegeben. Also sei's die Ahr, die Brücke, gerade mit dem Fundament auch schier weggezerrt hat. Das erste, was ich gemacht habe, ist sicher natürlich geschaut. Da dachte ich, wie will man es aus? Die eben auch die Alpenwirtschaften mit den Kindappen, mit der Milchfeier und alles drum und dran. Und dann habe ich nachher eigentlich an Martin angeleitet, in seinem Bannwart. Und dann nachher wirklich drei Tage später haben wir nachher einen Backer da oben gehabt. Und dann haben wir nachher die Furtstrassen eigentlich. Dann ist man nachher über den Bach hineingegangen. Und so haben wir nach vier Tagen wieder gewährleistet, dass wir wieder eine Verbindung haben vom Dorf. Und so haben wir auch wieder die Milch bringen mit den Kindappen und das alltägliche eigentlich wieder besorgen, was ich brauche. Die Alp ist sicher sehr wichtig, dass wir diese Verbindung haben über die Brücke. Wir haben eigentlich alle zwei Tage, wo wir die Milch dann abliefern. Die kommt nachher zur Feier und von dort kommt sie dann mit dem grossen Lastwagen weg. Also jetzt ist sicher die Sicherheit eigentlich nicht gewährleistet. Vor allem müssen wir oben ab, plötzlich kann es Gewitter geben und bis das hier unten kommt, kann man sich natürlich überraschen. Ja. Also da, wo jetzt der Fußgängersteig ist, da kommt die neue Brücke. Die wird grösser, weil eben da der Durchlass muss auch breiter sein. Und darum hat man das auch so müssen planen. Es gibt auch immer mehr Niederschläge und darum ist auch Gefahr, dass viel mehr Material, noch, das vorhanden ist, abkommt. Und weil es ja länger wird, die Brücke, wird es ja teurer, oder? Und darum sind die Kästen so hoch. Man kann sich fast nicht vorstellen, dass der kleine Bach da so eine Kraft entwickeln konnte, um die ganze Brücke, eine Betonbrücke, einfach wegrupfen. Jetzt das Provisorium wäre natürlich auch nie genug stabil, falls es wieder so tut. Darum braucht es da eine richtige, stabile Brücke. Die Alpgenossenschaft Arni hat aber zu wenig Geld gehabt, um die selber zu finanzieren. Darum hat die Schweizer Berghilfe unterstützt. Helfen Sie mit, spenden Sie jetzt die Alpgenossenschaft Arni und die neue, sichere Schwendebrücke.